Na, jetzt guckt euch das mal an, ne? Hier ist ein Aufzug, ne? Und wenn man da reingeht, dann geht der nach oben, ne? Also gehen wir mal kurz da rein, ne? Ich bin wieder direkt raus. Mal gucken, was wir da unten haben. Bring mir das zu Doma. Gemeinheit. Hallo! Zerstörter Mond wird gemacht. Was ist das für ein Geruch? Geruch? Was heißt hier Geruch? Du könntest hier vom Boden essen, aber tu's nicht, sonst wird ja alles dreckig. Ich riech's auch. Ist das ein Scherz? Entschuldigung. Er schleppt immer Zeug an und taucht mit großen... Wie kannst du es eigentlich wagen? Und ob er seine Klamotten wäscht, weiß ich auch nicht. Wie kannst du es eigentlich wagen? Du musst regeln wir draußen. Wir sollten sie verbrennen. Keine Sack gefälligst was. Das sollten wir. Wow, das ist schnell eskaliert. Ich hasse euch alle. Augen geradeaus, Kerl. Wir landen. So, fragt mich, warum ich so aussehe. Ja, ich habe hier was gefunden. Und zwar hier fehlt mir, glaube ich, noch irgendwas, ne? Bin mal nämlich hier hingegangen und hier runtergegangen und dann boom, habe ich das hier gesehen. Dort holen wir uns mal ganz schnell, ne? Haha, meins. Erfahrungspunkte, alles klar. Cool. Wir gehen weiter auf die Jagd. Schon wieder was gefunden und zwar hier. Kann ich fassen, dass ich das übersehen habe. Ja, kennt ihr das hier? Oh, einmal hier runter, ne? Das ist ja das Ding, ja, was uns hier mit verbindet. Und dann einfach so voll unbeaufsichtigt. Lass uns die Datendesk zu See bringen. Hab ich das bitte schon verpasst? Wir sind hier im Montagebereich. Hier sind wir letztens rumgelaufen, ne? Aber wir sind hier nicht runtergegangen. Ich habe alles hier niedergemetzelt und guck mal, was ich da schon gesehen habe hier. In meinen Augenwinkel. Boom. Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Cool. So, wir sind wieder am Eingang von diesem komischen Laser. Wir sind ungefähr hier am Kanal. Und als ich schon hingegangen bin und die Gegner mal erledigt habe, hat BD ausgeschlagen und das hier habe ich verpasst. Was ist das? Cool. Weiß nicht, wie ich das verpasst habe, aber okay. Alles klar. So, nach der gefüllten Ewigkeit habe ich dann auch hier, glaube ich, das letzte Dingen gefunden. Freut mich, dass du dich freust. Und irgendwie hatte ich gewusst, dass es das hier ist. Oder irgendwie so, weil es nicht so abgelegen ist, aber weil halt so erreichbar ist. Guck mal einfach hier so rüber, ne? Boom. Ja, aber ich habe es irgendwie ignoriert, weil ich gedacht hätte, es ist vielleicht irgendwo anders. Bin erstmal überall anders hingegangen, aber nein. Das war das Ding, was mir noch gefehlt hat. Und ich glaube, ich habe alle Sammelobjekte auf dem Mond jetzt, ne? 10 von 10, 8 von... Die Machtreste werden ja auch als Sammelobjekte gezählt, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe alle Sammelobjekte jetzt auf dem zerstörten Mond. Was doch nicht schlecht ist, ne? Cool. Coruscant haben wir übrigens auch alles, ne? Das Einzige, was noch fehlt, ist hier der eine Machtres mit den zwei Rancor. Also ja, läuft, ne? Ich mache mal einen kleinen Abstecher nach Jeddah, ne? Um zu gucken, ob ich da noch ein paar Sachen finden kann. Also bis gleich. Puh. Ab nach Jeddah. Ja, Jeddah. Ich war schon auf Planeten, mitten im Nirgendwo, aber das hier schlägt dem fast den Boden aus. Ja, du sagst es. Wenn du mit Cal unterwegs bist, kennst du irgendwann die merkwürdigsten Orte der ganzen Galaxis. Ja, das wäre eine Geschäftsidee, ja? Mit Grease auf Tour. Meinst du, die Leute würden dafür bezahlen? Oh ja, wenn du versprichst, sie lebendig nach Hause zu bringen. Ja, stimmt. Das könnte schwierig werden. Bist
Bist du bereit, Kerl? Ja. Könnt ihr mal mit dieser merkwürdigen Pause aufhören, die ihr zwischendurch da reinpackt. Das ist voll unangenehm. So, sollen wir noch mal den Machtriss hier versuchen, ne? Müssen wir doch eigentlich jetzt schaffen, ne? So ein bisschen mehr AP und so. Ein paar Stims. Stelle ich mir relativ easy vor. Was ist der mit dem einen Lichtschwert, weiß ich noch. Hey, was geht? So, machen wir den da, ne? Müsste halt eigentlich voll einfach sein. Tun wir noch einen hier? Nein, dann nicht auf ihn, Mann, du. Aber nicht so. So ein Typ habe ich hier voll einfach fertig gemacht aufs Spiel. Hilf mir bitte! Du, die Machtlosen suchen Hilfe! Da wird schon alles sein, ne? Aha. Oh. Finger weg von mich! Ja. Mit einer blöden Ausdauer, ne? Du kannst uns nicht alle aufhalten. Ich kann und nicht werde. Nicht übel. Warum haben die eigentlich immer den Vorteil, wenn ich das mache? Du bist schlampig. Gestattet. Bitte was? Ich bin schlampig bestattet? Wie kannst du das eigentlich wagen? Lauf lieber weg. Oh, ich habe keine mehr. Gott, das gibt's ja jetzt einfach nicht. Das Ding ist jeden Kredit wert. Ich spieße dich auf. Demoralisieren, was? Na, ja, da war es sogar schon. Meine Güte. Na, war doch nicht so schwierig. Cool. Bisschen mehr Gesundheit bitte. Funktioniert. Nein, Punkte, alles klar. Nehme ich auch. So, und dann habe ich gesehen, hier gibt's was. Oder auch nicht. Aua, aua. Ich stecke ja fest gerade. Hilf mir bitte. Weg. Alter, sei doch mal ein bisschen lockerer hier. Hey, bitte. Ja, voll am Ausrasten. So, ich wollte eigentlich nicht dahin gehen. Da runterfallen meine ich. Ich wollte eigentlich hier. Ich dachte eigentlich, ich würde das erreichen. Aber anscheinend nicht. Ja. Also mal nochmal. So, ich wollte eigentlich da hoch. Ich dachte eigentlich, wird das erreichen. Ja, wollte schon sagen. Und hier soll irgendwo eine Truhe sein, angeblich. Nein. Ding dong, palim palim. Und da ist eine Rolle, sehe ich gerade in der Schriftrolle. Wanderer. Das wird die Anachoreten interessieren. Neu anziehen, bitte. So, und dann melde ich mich wieder, wenn ich was gefunden habe. Oder ist immer noch was? Hier wird es ein bisschen geschnitten. Aber muss ja mal, ne? Noch eine Schrift. Zur Schwester Task. So. Oh, habe ich einen ganz anderen
Ich habe ein ganzes Gebiet hier freigeschaltet an Sachen. Jetzt übrigens 19 Sachen und ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, 8 oder so vorhin noch. So. Aber jetzt kann ich alles erreichen, so gut wie, ne? Von da ist das kein Problem. Guck mal, das ist. Das ist ein Bonus, ne? Her damit. Her damit. Fuck. Oh. Generalschüssel, ich dachte. Generalschüssel? Schlüssel. Okay. Dann sehe ich euch, wenn ich hier wieder näher an einem Schatz dran bin. Ne? Also bis gleich. So, hier oben ist eine Truhe und ich weiß verwirrt, wie ich da hinkommen soll, aber ich glaube, ich habe es raus. Und zwar, guck mal hier. Kannst du hier hochklettern, ne? Und dann kannst du darüber springen. Und dann kannst du darüber springen. Das war sehr merkwürdig aus. Dann kannst du hier überspringen und dann boom. Schön. Fernglas. Ausgezeichnet. Das war relativ einfach als gedacht. Dann ist noch da irgendwie was, wo ich was springen kann. Guck mal da mal. Ganz schnell. Irgendwo hier. Muss ich erstmal dahin. Ja, almost. Ich weiß nicht, warum ich auf Englisch mal gesprochen habe, aber komm mal hier. Also wieder dazu. Ja, da war ich noch nicht, ne? Ja. Gott. Okay. Löst das hier schwierig. Ja. Ich sammle mal gerade meine ganzen Fähigkeiten hier, ne? Weiß nicht, wofür ich die ausgehen soll. Also ja. Oh, läuft doch nicht schlecht, ne? Jetzt fehlen mir nur noch eine Essenz und 3 Schätze hier. Okay, wir sehen uns. So, wir sehen uns doch ein bisschen schneller als gedacht, ne? Da habe ich gerade die Essenz angesammelt und ich habe gerade so festgestellt, ich muss ja jetzt wieder den ganzen Weg zurückgehen, ne? Aber man kann ja auf die Dinger drauf, ne? Und ich glaube, da hinten habe ich schon was Schönes gesehen. Wenn ich hier jetzt nicht runterfallen würde, wäre natürlich auch sehr gut, ne? Ne, hier ist nichts. Ich bin schon mal, ich habe ja was Leuchtendes gesehen. Da ist irgendwie noch was. Ja, guck mal da. Ich meine, Instinkt doch hier nicht getäuscht. Soll ich hier runter? Hier runter. Ah, guck mal. Aber das hier, sie zum Archiv zurückbringen. Da ist schon die letzte Essenz. Jetzt muss ich nur noch Schriftrollen finden. Ja, super. Sind ja überhaupt nicht schwierig zu finden oder so, ne? Noch mehr Erfahrungsgut. Sehr cool. Cool. So, ich habe die Gegner ja alle erledigt und hier stand interagieren. Ich habe aber nicht gesehen, dass da eine Schriftrolle war. Und ja, da war eine Schriftrolle und die war hier und ja. Da wollte ich nur sagen, habe ich schon eingesammelt. Bis gleich. So, ich habe den letzten Schatz erspäht. Und zwar da, seht ihr das Leuchten da hinten? Ja, da muss ich hin. Und die ist dieser blöde Skorpion, der die ganze Zeit aus dem Boden auftaucht. Also ja, das ist nicht so toll. Er ist schon gerade hier rausgekommen, hat mich verschlungen. Gut, aber schon mal hier in dem Gebiet alles, das ist halt Anfangsgebiet. Wie habe ich bitte schön jetzt 2 Truhen? Was? So.
egal, erstmal ihr fällig, ne? Ist doch auch schön. Wie komme ich jetzt nur zurück lebend? Tun wir mal ein bisschen leveln. Ich habe 6 Punkte, lass die mal ausgeben. Ich habe gesehen, ich habe hier noch eine Menge von diesen Machtschieben noch nicht, ne? Vielleicht sollte ich da mal ein bisschen leveln, ne? Und zu gucken, ob das das auch bringt, ne? Ich benutze das zwar nie, aber ich muss mal dran denken. So. Gerade jetzt mit Hochschießen, Heben und Massenschmettern, ja. Oh. Ja, kann ich so viele Leute wie möglich hochheben? Um größere Gegner, ja. So, oh, die Viecher, die laufen hier die ganze Zeit rum, glaube ich. Mal sind da wieder andere Viecher. Ich weiß es nicht. So. Gut, dann geht's weiter. Und zwar habe ich hier was gesehen. Ich glaube, da unten, da ist eine Abkürzung. Aber irgendwie bin ich da noch nie dran. Mir wird hier nichts angezeigt. Lass mal gucken, ob ich da hinkomme. Tatsächlich. Bei mir ist nämlich aufgefallen, dass das hier irgendwie sehr schwierig ist, hier irgendwie hin und her zu laufen an einigen Stellen. Da habe ich mich irgendwie schon gewundert. So, dann glaube ich. Weil eine Sache verwirrt mich hier. Hier ist nämlich, oh, guck mal, was ich hier noch freigeschaltet. Genau, das hier war mir nämlich angezeigt. Diese Schatztruhe war mir ja angezeigt, aber da war vorhin noch kein Gebiet hier so. Da war einfach nur eine Truhe in der Luft. Deswegen habe ich mich gewundert, wie man da hinkommt. Aber ich glaube, jetzt habe ich herausgefunden, wie man da hinkommt, ne? So. Hör mal, ich hoch. Ich glaube, ich habe so ein. Ich glaube, ich habe so ein kleines. Ich bin mir sicher, es ist so ein kleiner Datendisk-Dingens, ne? Oh, der ist aber noch nicht tot. Wo ist er? Du blöder Sack. Ich hab voll abgelenkt. Ne, da ist er noch. Okay. Das wird die Anachoreten interessieren. Ich dachte, wir werden kommen. Gut, dann haben wir das hier. Fernglas schon wieder. Gut, dann haben wir das hier. So, eine Truhe habe ich schon gesehen, wie ich da hinkomme. Oh, guck mal hier. Guck mal, was ich hier noch alles verpasst habe. Das ist irgendwie ironisch, weil ich bin gerade hier durch die Gegend gerannt, ne? So ungefähr hier so, und ich kam irgendwie nicht mehr zurück, und das hat mich ein bisschen gewundert. Ich bin irgendwie hier runtergefallen, da musste ich ja den ganzen Weg hier wieder hochklettern, um wieder zurück zu dem Speicherpunkt zu kommen, was ich wollte. Und ja. Jetzt macht es ein bisschen eher Sinn, weil jetzt habe ich die ganzen Abkürzungen freigeschaltet. Nein, andere Richtung bitte. Alter, wie soll man hier bitte schön sich zurechtfinden? So, dann haben wir hier noch so ein Ding, cool. Der Fertigkeitspunkt, nachdem ich gerade welche ausgegeben habe, ja. Fähigkeitenpunkt. Können wir ruhig mal wieder ein paar Bonus-Slats oder so geben, ne? Na, guck mal, was hier noch. Hier ist auch neu. Ah. Noch hier irgendwas? Bin gar nicht auf der Karte angezeigt. Hier schon wieder irgendwo was. So, haben wir das erledigt. Dann will ich noch einmal eine Truhe habe ich auch noch offscreen gefunden. Und das ist sogar letzte, cool. Dann lasse ich mal ganz kurz hier zurück. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Oh, das ist ja viel angenehmer jetzt hier.
So, und zwar ist das hier. Da war eine ziemlich offensichtliche Truhe. Ich weiß nicht, wie ich die übersehen habe. Aber ich habe es gefunden. So. Und zwar. Marin kommt jetzt hier gleich und joint us, ne? Hi. Ich nehme an, die sollen auch irgendwie hier sein, so für den Fall, dass wir irgendwie hier nicht unsere Fähigkeiten alle haben, unsere Superfähigkeiten, ne? Damit wir ja wieder durchkommen oder so, ne? So, hier kann man nämlich hoch. Und hier ist eine Truhe. Keine Ahnung, wie ich die übersehen habe, aber okay. Oh, I'm a wanderer. Hm, das hier hat ein Zeichen drauf. Ja, damit. Okay, und ich glaube, damit haben wir alles hier in der Sühnenkammer. Ja. Cool. Dann sehe ich euch wieder, wenn ich irgendwo anders bin, wo ich noch nicht alles habe. Wie zum Beispiel, keine Ahnung. Nicht hier anscheinend. Ne, hier habe ich auch schon alles. Oh cool, die eine heiligen Oase habe ich schon alles. Geschützter Hohlraum, Wüstenkamm, hier habe ich noch nicht alles. Dann gehen wir mal dahin, ne? Also bis gleich. So, wir sind hier im Wüstenkamm. Hier fehlt mir nur noch eine Truhe und ich sehe sie schon. Also da wird ein bisschen schnell gehen, habe ich das Gefühl, ne? Da irgendwo hoch muss ich. Wo bin ich hier genau? Mein Gott, da. Das dürfte nicht so schwierig sein, ne? Ich nehme manchmal so ein Ding. Natürlich kommt das andere. Ein bisschen langsamer. So. Was hältst du davon, dass die Anachoreten sie hier helfen? Sie tragen Masken. Und ich irgendwie auch hoch. Hingabe für ihre Aufgabe. So viel Entschlossenheit verlangt Respekt. Wie komme ich da hoch? Ich habe das Gefühl, ich muss da irgendwie hochfliegen oder so, ne? Aber von wo? Guck mal hier, wie soll ich denn da hochkommen? Kann ich einfach. Nee. Okay, vielleicht dort. Vielleicht, vielleicht brauche ich doch ein bisschen länger. Aber wie soll ich denn da hochkommen? Ist ja irgendwo ein Vogel in der Nähe. Das ist das Einzige, was mir jetzt so einfallen würde, wie ich da hochkomme. Okay, okay. Oder ist irgendwie so eine Wand zum Hochklettern? Hm, aua. Oh mein Gott, ich habe gerade gesehen, was da rumläuft. Nein. Okay, wie komme ich da hoch? Gut gemacht. Ich will jetzt raten, dir mit dem Ding wieder hoch zu gehen, aber das kommt ja nicht hier hoch, oder? Nee. Hm. Und los. Langsam. Komme ich da hoch? Ich habe keine Ahnung. Oh, ich sehe schon. Okay. Dann gehen wir mal da lang. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, da muss ich. Von da muss ich da hin. Da muss ich wieder da hoch. Ja, guck mal, von da oben, glaube ich. Das ist das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde. Oh, komme ich jetzt da auf die Schnelle irgendwie hoch? Ich glaube nicht, ne? Cool, wie komme ich jetzt? Wir bringen die Sache schon zu Ende. Hm. Jetzt noch wissen, wie man da hochkommt, ne?
Oh, Leute. Na, da ist eine Abkürzung. Da. Ach, meine Nase ist viel blöde. Okay, Aha. Noch jemand? Warte mal. Angeblich gibt es eine Trophäe, wenn ich glaube, das hier ausrüste und den hier mache. Ups. Warum machst du keinen Dingsangriff? Den wollte ich machen. Warum hat der nicht gemacht? Angeblich gibt es eine Trophäe dafür, wenn ich die Gegner so erledige. Mit einem Dropkick. Oder treffe, keine Ahnung. Warum hat der ihn jetzt nicht gemacht? Okay, ich wollte kurz hinten lang. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe nicht getroffen, aber okay. Ich wollte eigentlich ihn festhalten, aber okay. Da. Ja, was bringt das jetzt? Da. Okay. So. Dann. Wo ist der Vogel? Ich glaube nicht, dass das hoch genug ist. Da muss ich irgendwie da hinkommen. Ich glaube nicht, dass das hoch genug ist. Das ist nie im Leben hoch genug. Das ist nie im Leben hoch genug. Nee. Ja. Ist irgendwie so eine Luftströmung oder so in der Nähe? Irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man da oben hochkommt. Kommt man denn da oben hoch? Ich weiß es nicht. Okay, ich glaube, ich weiß, wie man da in diese einen Truhe rankommt. Und zwar, guck mal hier. Hier sind noch eine Menge Gebiete, die ich noch nicht erkundet habe. Ne? Und wenn da auch wieder so ein Piepmatz ist, so wie hier oben, dann müsste da vielleicht einer sein und der bringt mich dann dahin. Ne? Würde ich jetzt mal raten. Außerdem aber da noch nicht. Also checken wir halt mal aus. Ne? Gucken wir mal. Einige. Guck mal hier. Sollte ich mal dahin gehen, ne? Gegner voraus. Mit unserer neuen Trampolin-Fähigkeit. Tritt vor zur Identifizierung. Dafür wirst du bezahlen. Okay, nochmal. Mein Gott.
Oh ja, ein Stück. Was war das für ein Angriff? Okay, da war ein bisschen Overkill, Leute, aber okay. So. Gegner nähern sich. Irgendwie nicht. Sieht ein bisschen anders aus. Na, Marin. Systeme fallen aus. Verkackt frech. Wirf, wirf, wirf. So, Hölzer. Cool. Danke. So, jetzt will ich aber trotzdem noch mal da hoch. Irgendwie kann man da hoch. Zeig mal. Ah, da. Dann gehen wir da oben lang. Ne? Was ist das für ein Geräusch? Wir haben schon einige andere coole Sachen machen mit, ne? Aber euch normalen Gegner kann ich locker parieren. Gut gemacht, Team. Ah, muss ich irgendwie so einen Ball wieder noch irgendwie. Ist doch bestimmt irgendwas da, pass auf. Ich wusste es. Ich wusste es. Bringen wir sie zu Schwester Task. Bringen wir sie zu Schwester Task Force. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wofür wir die Dinger eintauschen können. Ich ganz ehrlich bin. So. Anscheinend haben diese Grübeleien letztlich doch einen tieferen Sinn. Ah, Cordova. Vielleicht sollen diese Prüfungen ein gesticktes Muster unter dem Sand dieser Wüste offenbaren. Du hängst echt an merkwürdigen Orten herum. So, da ist der Piepmatz, so wie ich mir halt vorgestellt hatte, ne? War meine Vermutung richtig? Dann gehen wir noch ganz schnell und holen diese Truhe da. Dann muss ich wohl den Weg hier wieder zurück hochklettern. Das ist wie dieses große Krabbeln spielen damals für die PS1. Okay, ich drück. Okay. Ich habe die ganze Zeit X gedrückt, ne? Ich habe X gedrückt, aber der hat nicht losgelassen. Wieder normal. Okay, du musst schon ein bisschen mit mir zusammenarbeiten, Kollege. Danke fürs Mitnehmen. Na, diesmal habe ich Kreis gedrückt. Ich glaube, da war sogar der richtige Knopf. So, was haben wir gewonnen? So, Mäßigung. Ich weiß, hier oben ist nichts mehr, aber trotzdem, vielleicht ist ja ein Boss oder so, ne? Weiß man ja nie. Speedrunner Technik, ne? So tun sich bestimmt Speedrunner hier die ganze Zeit bewegen in dem Spiel, ne? So, wir sind noch nicht fertig da. Na, was fehlt uns denn noch hier? Hier ist noch eine Menge Zeugs, aber noch nicht gefunden haben. Ja, ich bin auch da schon hingegangen, Kollege. Da ist eine Abkürzung, die ich freigeschaltet hatte. Ich glaube, ich muss da noch mal hin, aber das ist noch ein anderer Weg, sehe ich gerade. Gehen wir den mal. Geh vor. Müssen wir eigentlich schon so ein paar Sachen finden, ne? Hört, hört, du blödes Stück. Ho. Ha, ha, da sehe ich schon. Oh Mann.
Kein Bock drauf. Ein weiterer Sieg. Einfach runtergeschubst, Mann. Okay. Sehe schon. Okay, ich hätte gedacht, ich reicht ihm von hier aus, aber anscheinend nicht. Kann man eigentlich so machen, ne? Ja, ganz ruhig, Kollege. Das ist eine super Drohne. Natürlich kann ich das von hier aus nicht erreichen. So. Ich nehme an, das ist richtig. Ah, deswegen habe ich das gemacht. Was habe ich gerade gemacht? Nein, Finger weg. Nicht die Haare rühren. Hm. Oh, wat? Hm. Ich habe gerade gehabt. Da war der doch gerade drin, oder? Was? War ja nicht gerade so ein Ding? Das wird das aktivieren. Was macht das Ding hier? Oh, das ist doch nie im Leben da, was ich machen muss, oder? Okay. Muss ich schon wieder zurück. Mach ich das jetzt? Aber willst du mir sagen, ich kann das von hier aus nicht erreichen? Das kann ich erreichen von hier aus, ist klar. Oh. Hm. Okay, boah, muss ich denn das schon wieder machen? Kann nicht sein. Na, ja, mal ganz ruhig. So ein Nebenleben, das, was ich machen muss, ey, das ist doch viel zu lang. Muss ich in einer anderen Reihenfolge machen?
glaube ja, ne? Cool. Nee, warte mal, wenn ich hier noch rauspacke, dann geht das Ding doch wieder weg. Ach. Wie sollen so ein Normalsterblicher das machen? Einige dieser Sachen, ey, voll übertrieben. Das waren alle. Sie zeigen auf einen Tempel im Zentrum der Wüste. Oh. Moins. Okay, mal wieder jemand freigeschaltet. Cool. Ach, gib es mir. Da, oh, sehr gut. Da wollte ich meinen, ich haben. Muss ich jetzt einen neuen haben, ne? Okay, cool. Hier haben wir alles erledigt. Müssen wir zurück in die Wüste. Da gibt es noch einige Truhen und so, ne? Ich nehme mal eine Abkürzung. So bestimmt irgendwas mit dem wieder erreichen, ne? Pass auf. Ja, ich glaube nicht. Ich das Ding in der Mitte, nee, da komme ich da so hin. Pass gut auf dich auf, ja? So, hier sind eine Menge Sachen, die wir noch nicht haben. Ah, da ist dieser eine Tempel, genau. Den können wir ja mal abchecken, ne? Ein bisschen wieder oben gelandet. Aber kann man doch gar nicht landen. Laufen. Steig auf. Jedes Mal entdecke ich etwas Neues in dieser Wüste. Das ist unglaublich. Ja, ich auch. Im Moment. Jahre dauern, alles zu sehen. Ich nehme mal, da muss man erstmal in die Mitte hin, ne? So, in der Mitte sind eine Menge Gegenstände, die wir noch nicht haben. Da waren noch so eine Menge Druiden. Damals. Aber jetzt kommen wir ja überall hin, ne? Und ich glaube, wir haben echt alle Manövriersachen, ne? Einfach nur, weil ich jetzt jeden Planet hier so zu 100% abschließen kann. Ah. Schon sagen. Irgendwas sagt mir, das war nicht der offizielle Weg, ich das machen sollte. So, da drin sind einige Sachen. Gehen wir mal da rein. Grab des Wegfinders. Boah. Pff. Oh, guck mal hier. Neuen Bonus. Bin ich gut, der Kerl einfach nur die Stöße aufbauen, indem er mit seiner Hand darüber geht. Lichtschwert. Ich habe ein Lichtschwert bekommen. Was sind das denn, seine Bauteile alle? Eine Karte. Welch größeres Wissen könnte man weitergeben, als Gefolgsleuten den Weg zu ziehen? Nein, ich wollte das nicht. Boah. Meine Reise ist fast an ihrem Ende. Im Rückblick sehe ich Leid und Trauer. Ja, aber auch Freude und Freundschaft. Und so kehre ich ohne Reue die Seite meiner Schüler zurück. Die letzte Lektion. Was kriegen wir hier noch? Karten-Upgrade. Schätze, hey! Er trifft sich ja sehr gut, ne? Ich habe schon zwei Planeten hier vollkommen abgeschlossen. Ich wusste, irgendwann kriegst du solche Sachen auch noch. Ja, das macht halt der Kunden da jetzt noch eine Ecke einfacher dann, ne?
würde ich sagen. Habe ich auch schon gedacht. Jetzt brauche ich nur irgendwas, was Pflanzen hier findet. Dann kann ich, glaube ich, alles finden, ne? So. Was ist das Ding hier? Das muss so sein, ne? Na, gehen wir mal da lang. Oh, da. Nee. Warte. Aber da muss ich auch hin. Drei Schätze. Da ist eine Truhe. Das ist meine Truhe. Da, da war ich. Ich nicht. Ah, super. Oh, das einzige Mal, wo ich mal will, dass du hier verreckst mit den Fallschaden. Und dann schaffst du halt natürlich nicht. Boah. Wo komm ich jetzt wieder da hoch? Ich will da hoch, Kollegen. Ey. Ihr habt keine Chance. Ich will doch nur da hoch, Mann. Boah, das ist das Spiel, ne? Da. So. Na, können wir das bitte jetzt schaffen? Wieso habe ich den Sprung eigentlich nicht geschafft? Cool. Mehr Erfahrungspunkte nehme ich an. Bonk. Ja. Irgendwann kann ich, glaube ich, den Weisheit-Dingen hier abstellen. Weil ich schon dann alles habe, nehme ich an, ne? Aber muss jetzt noch nicht. So, da unten war noch. Natürlich war da unten noch was. Da macht es ehrlich gesagt ziemlich einfach jetzt hier, die Gegend zu rennen, ne? So, aber mein Glück kann ich wahrscheinlich nicht hier einfach runterspringen, ne? So. Oh. Gut gesehen. Na, es war auf meine Schatzkarte. Es war auf meine Karte verzeichnet, Marin. Was für ein Können. Da ist noch was. Ah, ich liebe es. So was sollte irgendwann. So was sollte immer irgendwie freigeschaltet werden nach einer Zeit. Die nehmen wir mit. So, bin auf Nummer sicher gegangen. So was sollte immer irgendwann mal freigeschaltet werden. Im Laufe des Spiels. Jetzt natürlich nicht von Anfang an, ne, weil das wäre langweilig. Also sobald man irgendwie so einen Namen Ende des Spiels, sollte man für jedes Spiel irgendwie so nennen. So ein Radar haben oder irgendwie sowas, ne? Wo irgendwie alles eingezeichnet ist. Damit man auch ja alles finden kann, ne? Wenn ich nicht los, ich kann dich auch einfach. Oh. So. Dann muss ich noch hier, glaube ich. Einen Schatz suchen. Ha. Ich hab gesagt, ha. Kraft des Wegfinders. Das ist ja wie irgendwas aus Kingdom Hearts. Ne, das ist Wayfinder. Ja, Wayfinder, ne? Was war noch mal? Waren diese Sterne, die Terra Aqua und Ventus hatten? Glaube ich. Soll das eigentlich wissen? Aber ich bin gerade im Star Wars Modus, okay. So. Entrück. Rückteilt. So, cool.
Oh, ich sehe alles. Ich sehe einfach alles. Das Einzige, was ich nicht sehe, sind natürlich die Machtessenzen jetzt, ne? Aber so Gefühl, wenn ich die ganze Karte aufdecke, dann werden die schon irgendwann findbar sein, ne? Jetzt nicht so versteckt wie die Schriftrollen und so, finde ich. Ist mal einer da unten in Sturmtruppen. Viele sind. Da hat man ja schon glatt den imperialen Marsch, ne? Noch eine Schriftrolle. So, dann nach unten, da noch. Und hier oben ist nichts. Habe ich hier einen? Ich habe keine Essenz, keine Datenbank. Oh, das wird natürlich. Die Dinger kann ich natürlich immer noch verpassen, ne? Ich hab bestimmt einen, ne, nee, der Wegfinder, der war 100%. Ich dachte, ich komme mich da festhalten. Ja, ich habe so das Gefühl, die Datenbanken werden so das sein, was ich, womit ich ein bisschen mehr Probleme haben werde, ne? Hey du, wie geht's? So, irgendwie hier drunter irgendwo. What? Ja, wie komme ich jetzt da zurück, ne? Boah. Ich bin kampfbereit. Ich bin immer kampfbereit. So. Ich glaube, ich gehe richtig. Nee. Keine Ahnung. Aber da willst du mal einmal noch irgendwo runterkommen, ne? Und das. Ich war gerade hier festgehalten. Boah. Ich will doch nur hier runter, Mann. Ich habe ja alles gesehen. Ich will hier runter. Muss mich wieder den ganzen Weg hier rumlaufen. Ich wollte irgendwie so ein Fallschirm oder irgendwie sowas, ne? Mich nicht immer. Da unten sehe ich was. Da unten ist eine Dingens, glaube ich. Hier komme ich jetzt wieder da runter, ne? So. Ja, damit. Sorgt dafür, dass die anderen ausgeruht sind. Trotzdem müssen wir so bald wie möglich aufbrechen. Wie ihr also schnell von Cia. Meisterin Jungle, welchem Zweck dient unsere Reise? Demselben, dem ihr euer Leben verschrieben habt. Das Wissen der Jedi-Tradition zu sammeln und zu bewahren. Ich hoffe, die Dinger werden auch irgendwann mal angezeigt, weil die sind irgendwie am schwierigsten zu finden. Habe ich gerade gesagt, die waren am einfachsten zu finden? Oder habe ich mir denn dabei gedacht? Aber ich finde gut, dass die auch irgendwie so interagieren miteinander, die Gegner, ne? Nicht nur auf mich irgendwie losgehen. Das könnt ihr denken. So, jetzt muss ich irgendwie wieder darunter, muss ich natürlich. Weil die beiden haben wahrscheinlich auch irgendwann freigeschaltet werden, ne? So auf der Karte. Ah, oh, hier sind überall Gegner. Aber das funktioniert nicht bei dem Ding. Ja, das Ding ist so schnell. Das ist natürlich wieder voll doof.
Mache ich wieder dieses Zeitlupe, ey. So, da muss ich mich wieder hier ausruhen, damit das Ding wieder überhaupt spawnt, ne? Und da muss ich irgendwie Zeitlupe parat haben. Ich muss gegen Gegner kämpfen, ne? Okay. Was kann ich mir noch für Bonus holen? 3 Punkte, komm. Voll dämlich, dass diese Viecher irgendwie die stärksten Viecher von allen sind. Die können die Macht einfach so resistieren. Ja. Machen wir mal den hier. In der Luft angreifen. Nein. Und einmal den hier. Cool. Demon Fang. Bereit zum Aufbau? Ja. Bin ich gut halt außerhalb der Kämpfe. Guck mal, hier schon wieder irgendwie. Was ist das denn? Hallo? Kann denn das sein? Oh, guck mal hier. Na gut, kümmern wir uns gleich um den Typen. Der ist ja auch für Cut markiert. Das heißt, ich muss ihn nicht mal markieren. So, ihr da, kommt mal her. Ich brauche ein bisschen. Cool. Oh, ich habe ja nichts an. Ich habe ja nichts an Zeitlupe, ey. Okay, kann ein bisschen dauern. Dann mache ich wahrscheinlich ein andermal. Dann mache ich erstmal irgendwas anderes, ne? Um das aufzuladen. Oh, wohin? Wir sollten damit vorsichtig umgehen. Die Dinger siehst du doch gar nicht. Hier würde ich nie im Leben sehen, hier in diesem, Planeten. Hm. Da ist eine Tür. Nicht da hinten. Nee, da. Zack. So, das sieht mir ein bisschen verdächtig aus, aber da war ich schon, oder? Mach dich kampfbereit. Schon wieder so ein Ding. Na, du blödes Viech. Mann. Was ist diese Viecher? Toller Fund. Wir sind die so von allen Viechern so schwer zu erreichen. So. Wir haben noch einige geschlossene Türen hier. Das Ding. Das sieht relativ geschlossen aus, aber... Da oben ist wieder irgendwas. Oh, das ist ein Archiv. Okay. Noch einige Truhen, einige Türen, die wir noch nicht öffnen können. Okay, ich wollte eigentlich nicht hier rein. Habe ich noch ein bisschen hier umschauen. Ich weiß gar nicht, wie lange der Part jetzt hier schon ist, ne? Da bist du ja. So. Uns noch ein bisschen hier um, ein ganz kleines bisschen, ne? Ich könnte noch mal diesen einen Roboter versuchen, aber was, warten wir erstmal. Da noch das eine Truhe, die mir noch fehlt, die schnappen wir uns.
Du komm her. Es kommt direkt auf mich zu. Ah, das Ding. So, genau, da war so ein Roboter. Ich erinnere mich sogar noch daran. Genau da. Kann ich den von dir aus erreichen? Tut dir nicht mal anvisieren. Okay. Dann gehen wir mal ein bisschen näher ran. Da oben? Oh. Tatsächlich. Warte mal, hab ich überhaupt meinen Bonus schon nachgeguckt? Ich glaube nicht, ne? Ah ne, letztes Mal habe ich ein Lichtschwert bekommen, glaube ich. Oh! Industriell. Okay, da kriegst du irgendwie so ganze Dinger dann immer, ne? Cool. So. Nehmen wir auch noch was von linken Seite irgendwo. Land da hinten. So, hier. Was zum. Ich glaube, dieser Angler-Typ hat seinen Schatten letztens vergessen, als er hier weggegangen ist. okay. Entweder das oder er ist irgendwie unter Wasser getaucht. Okay. Ah. Was hat denn jetzt? Oh. Auf hier. Okay. Ah, so ein Viech. Okay. Genau, den sind wir mal. Den haben wir mal ignoriert letztens, ne? Müssen wir ihn erledigen? Ich glaube nicht, ne? Ah, ne, ich kann die Truhe nicht öffnen im Kampf, ne? Doch, kann ich. Verbannter meins. Erinnert mich so ein bisschen an Lukes Klamotte. Diese schwarze Klamotte. Was fehlt denn noch? Eine Datenbank und zwei Schätze. Ja gut, aber ich schneide ich dann wieder rein, bis ich wieder irgendwas Interessantes finde, ne? Also bis gleich. Mach dich Nein.